Hallo und herzlich willkommen bei Bass Tuning. Heute werden wir ein bisschen am VR-Projekt weiterarbeiten. Und zwar bekommen wir eine neue Audioanlage. Das heißt, unser alter Blaupunkt Zap hat ausgedient und der ist damit auch raus. Wir haben schon neue Produkte bekommen von Boss Audio, die werden wir aber erst dann später einbauen. Wir werden es nämlich ganz so machen. Diese Grundplatte lassen wir drinnen und die wird auch so bleiben. Wir setzen das Ganze ein bisschen höher und setzen dann die Endstufe einmal hier oben hin, dass man die sehen kann, nochmal auf eine separate Platte. Und der Sub wird ungefähr wieder hier sitzen, bloß auch ein bisschen höher. Und genau so ist im Grunde der Plan und wir werden das jetzt einfach mal machen und euch heute mal mitnehmen, würde ich sagen. Weil so viel ist ja in letzter Zeit am VR nicht passiert und dann, ja, go! Wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir soweit die Platten so fertig haben. Hier kommt jetzt ist das größere Loch. Wir haben jetzt noch eine Platte, wo dann das kleinere Loch ist. Das ist dann die hier, wo der Sub reinkommt. Und zwar geht es uns darum, dass der Sub, warte, wir zeigen euch das jetzt mal mit dem alten. Der soll praktisch so weit drin sitzen, mit der unteren Platte verschraubt werden, dass er hier oben komplett bündig abschließt. Das heißt, dass man wirklich auf dem Kofferraum was draufstellen könnte. Das ist jetzt nicht ganz unsere Größe, der hier. Der andere ist ein bisschen größer, der neue. Genau, und so soll das Ganze dann aussehen und wir sind am Kofferraum. Wir schauen mal kurz, ja? Am Kofferraum sind wir noch nicht ganz so weit. Die Bodenplatte hatten wir schon. Das sind, wie gesagt, dann die Leisten, die unten drauf kommen, dass es erhöht ist. Und wir haben uns dafür entschlossen, dass die Endstufe... Die Endstufe werden wir hier so schief reinsetzen. So ungefähr werden wir die Endstufe reinsetzen, der Sub sitzt ungefähr hier und die Endstufe wird man dann oben nur übers Brett sehen. Genau, so ist der Plan. Schauen wir mal, was wir weitermachen, dass wir fertig werden. Sind jetzt soweit durch, wir haben sie eingebaut und ja, es fehlen noch ein paar Sachen und zwar hier drüben, also hier in den Räumen, da kommen noch Platten rein, genauso wie hier drüben. Ansonsten sind wir jetzt soweit fertig. Der Sub ist drin, die Endstufe ist drin und man kann es jetzt schwer erkennen, aber das musst du, also leuchtet unten rot, wie wir beim Unboxing schon gesagt haben. Das Unboxing ist übrigens unten in der Videobeschreibung. Genau, er macht an sich so einen relativ guten Klang. Normalerweise braucht der Sub ja ein Volumen, wo er drin arbeiten kann. Das haben wir jetzt aber über den Haufen geworfen, weil es zu dem Konzept nicht passt. Und genau, wir hören jetzt mal ganz kurz da rein, was er so macht. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde es an sich ganz anständig. Ich bin jetzt noch überlegen, ob ich das Holz einlasse, dass es ein bisschen dunkler wird und ein bisschen schöner. Ich werde zwar... Wir werden mal gucken, was wir da machen. Ansonsten sind wir soweit mit dem Ausbau durch. Wir haben jetzt eine Boss Audio Endstufe mit 2200 Watt. Das ist eine Zweikanal-Endstufe. Und wir haben einen Sub mit zwei Schwingspulen, 2100 Watt, die wir parallel angeschlossen haben, dass wir auf einen Widerstandswert von 2 Ohm kommen. Genau, und somit können wir die maximale Leistung rausholen. Pro Spule haben wir jetzt praktisch knapp 850 Watt. Und das haut schon rein. Ist schon ganz nett, muss ich sagen. Es vibriert halt die ganze Kiste, aber ich glaube, das ist nicht zu vermeiden. Genau, ansonsten sind wir dann auch soweit durch mit dem Video. Die Produkte sind unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr euch die mal ansehen wollt. Und genau, dann machen wir den ganzen Bums noch ein bisschen sauber und dann sind wir auch fertig. Ja.
Wir hoffen, unser Video konnte dir weiterhelfen. Falls ja, lass gerne eine positive Bewertung oder eventuell sogar ein Abo da, falls du nichts mehr verpassen möchtest. Weitere Tutorials findest du auf dem Channel von uns oder in der Videobeschreibung. Falls wir ein Thema noch nicht behandelt haben, was du suchst, sag es uns bitte, schreib es in die Kommentare. Wir werden es so schnell wie möglich drehen und hochladen. Ansonsten fahrt tief und haut rein.